Die Kirchensteuer ist unzeitgemäß, ungerecht und macht träge. Sie sollte deshalb abgeschafft werden. Dieser Ansicht ist der Direktor des Instituts für Sozialstrategie, Professor Ulrich Hemel. Knapp 40% der Steuerzahler seien zur Kirchensteuer verpflichtet, 60% nicht. Von den kirchlichen Krankenhäusern, Kindergärten und anderen sozialen Einrichtungen, die unter anderem darüber finanziert würden, profitierten aber alle. Gerecht ist das nicht, so der katholische Theologe und Unternehmer. Zudem hemmten hohe Kirchensteuermittel die Bereitschaft zu Reformen in den beiden großen Kirchen. Menschen, die sich neu mit christlichen Inspirationen aus dem Evangelium auseinandersetzen wollten, würden ausgebremst. Seiner Ansicht nach sollte sich die Kirche eine zentrale Frage stellen. Wo liegt der Kern ihrer Botschaft und was folgt daraus für das Wirken in der Welt? Durch eine solche Rückbesinnung könnten die beiden großen Kirchen aber jene spirituelle Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, die sie gegenwärtig nur noch selten hätten, so Hemel. In der US-Stadt Houston haben 40 ehemalige Häftlinge die Autos der Polizei gereinigt. Mit dieser ungewöhnlichen Aktion wollten sie sich für den Dienst der Polizisten bedanken. Außerdem sollte es ein Zeichen dafür sein, dass auch sie selbst durch ihren Glauben an Jesus Christus reingewaschen sind. Organisiert wurde das Ganze von der christlichen Initiative Christ's Hope and Reconciliation Ministry. Sie kümmert sich um Menschen in Gefängnissen. Houstons Polizeichef Michael Fallhaber war begeistert von der Aktion. Das bedeutet viel mehr als jede Auszeichnung, die ich je erhalten habe. Rund 14 Jugendliche haben das erste Baumhauscamp des christlichen Vereins Junger Menschen, kurz CVJM, Berlin besucht. Vom 5. bis 15. August errichteten sie mit dem 12-köpfigen CVJM-Team am Storkower See ein großes Baumhaus inklusive Einrichtungsgegenständen. Sie lernten, wie man klettert, Gurte anlegt, sich und andere sichert und letztendlich anderen Vertrauen vermittelt. Gerd Bethke, leitender Referent des CVJM Berlin, sieht in dem Baumhausprojekt eine Verbindung zwischen Glaube und Leben. Wir haben die Bilder vom Baumhaus genommen und versucht zu sagen, was bedeutet das für unser Leben? Was bedeutet das, wenn Jesus Christus unser Fundament ist, so wie wir hier ein Brettfundament gebaut haben, um darauf zu leben, zu schlafen? Wir haben versucht herauszubekommen, was trägt im Leben? Und ich finde es eine wunderbare Möglichkeit, einfach das Bauen ganz praktisch zu erfahren, indem wir abends darüber nachdenken, was bedeutet es, im Seil zu hängen? Wem kann ich vertrauen? Und daher finde ich diese Kombination Leben und Bauen und gleichzeitig über das Leben nachdenken einfach genial. Rund 98 Quadratmeter, 3 Zimmer, Küche und Wohnzimmer mit Hängematte bot das fertige Baumhaus. Die Teilnehmer nutzten die Möglichkeiten zum gemeinsamen Essen, Singen und Tanzen.